So, liebe Leute, ich werde jetzt meine Stimme herborgen. Sollte man übrigens öfter tun. Ja, also für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer selber nicht hier stehen können und sprechen können, ihr könnt auch ruhig beispielsweise aus dem Internet einen Brief oder einen Text oder von Bekannten etwas niederschreiben oder sonst irgendwas und hier vorlesen, warum auch nicht, ja. Na gut. Also das ist der Ahmed Krones, ich glaube, einige von euch kennen ihn schon. In diesem Text hier geht es um Facebook. Ich hatte bestimmt zwei Freunde, die eigentlich mit mir kein Problem hatten. Das Problem entstand erst, nachdem sie mir einen bestimmten Link schickten. Dieser Link führt zur Behindertengruppe. Dann hatte ich in dieser Behindertengruppe meine Fähigkeit erzählt mit keiner Information über eine bestimmte Person. Ich hatte vielleicht über das zweite Wunder erzählt, danach hatte ich ein bestimmtes Fräulein aus dieser Gruppe behauptet, dass ich diese Freundschaften belaste. Das Fräulein hatte mir eine recht unhöfliche Antwort geschrieben, dass ich sie belasten würde. Sie meinte, die Kommentare, was ich über meine Fähigkeit in der Gruppe gepostet hatte, wären unwahr und übertrieben. Danach bin ich aus der Gruppe rausgeworfen worden, allerdings holte ich noch eine Freundschaft, die ebenfalls bei mir einen Kommentar geschrieben hatte, diese war höflich. Nachdem ich draußen war, haben mich die zwei bestimmten Freundschaften gesperrt und die Freundschaft gekündigt. Ich glaube daran, dass es mit der Gruppe zu tun hatte, weil ich zur gleichen Zeit passierte. Das unhöfliche Fräulein hatte sich in der Freundschaft eingemischt und meine Postings als Lüge bezeichnet. Sie hatte danach wahrscheinlich zu ihnen gesagt, dass ich sie belastet und somit die Freundschaft gekündigt. Außerdem hatte der weitere Freund auch gekündigt, obwohl ich nicht unhöflich war. Er kennt sich mit Kinderheimen aus, beziehungsweise hatte sich mit Sekte 12 Stämme beschäftigt. Ich hatte meine Geschichte auch präsentiert und den Kündigungsgrund hatte ich nicht verstanden. Das eine, was ich noch sagen möchte, ist, ich kann mich nicht so gut beim Schreiben ausdrücken und könnte dadurch Missverständnisse verursacht haben. Ich hatte in dem Posting auch erwähnt, dass ich meine Fähigkeit hier nicht erklären will und wollte einen freundschaftlichen Treffpunkt ausmachen, damit ich persönlich darüber erzählen kann. Bevor ich aus der Gruppe rausgeworfen wurde, hatte ich noch eine Entschuldigung geschrieben, das war aber vergeblich. Der andere Freund hat mir auch keinen Grund genannt. Die übrigen Freunde sind mir geblieben und hatten mein Protestvideo gegen meine Wohneinrichtung gepostet, um die Leute darüber aufzuklären. Mein größter Wunsch ist immer noch, zu meiner Traumfrau Noemi zu fahren und nie wieder alleine und arm zu sein. Das andere Problem werde ich erst persönlich lösen können. Nach meinen Verordnungen wird das Problem gelöst. Ich hoffe, dass alles zu Weihnachten oder vor Weihnachten gelöst wird. Ich bin verliebt in die Noemi. Ich hoffe auf eure Hilfe, dass es mir jetzt besser geht. Bitte tröstet mich. Falls es jetzt wieder nicht ordentlich funktioniert, werde ich den Behindertenombudsmann schreiben, damit ich die nötige Ruhe bekomme, während ich auf Noemi warte. Danke fürs Zuhören.